Und damit wieder Gio, Leute! Und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Purpur bzw. Violet. Im letzten Part haben wir die 5. und 6. Arena-Leiter nochmal bekämpft und nochmal gemacht. Jetzt stellen wir uns den letzten beiden Arenen. Wir fangen mit der Psycho-Arena an. Wir gehen direkt wieder rein und finishen endlich das Revisiting, ne? Damit wir Top-Champ Zagaria endlich mal zeigen können, dass die Arena-Leiter es alle noch drauf haben. Überall brennt der Spirit noch und Zeit, die letzten beiden Arena-Leiter zu stompen. Und unsere Inspektion damit abzuschließen. So. Oh, wenn das nicht Geo ist. Wir haben uns aber lang nicht mehr gesehen. Ah, soll ich noch ein bisschen Yoga machen? Bilde ich mir das nur ein oder bist du seit unserer letzten Begegnung noch schöner geworden? Aha, sie aber auch. Aha, wo hast du denn die Kunst des Schmeichelns gelernt? Du bist ja ganz schön gereift. Sehe ich das richtig, dass du an Zagaria-Stelle hergekommen bist? Wenn ich ehrlich bin, komme ich mit ihr ohnehin nicht so gut klar. Sie steht mir mit ihrer bezaubernden Aura immer die Show. Deshalb bin ich ganz froh, dass du sie heute vertrittst. Ey, ich bin doch schöner. Dir kann ich ganz unbefangen zeigen, was ich so drauf habe. Also dann, wollen wir zusammen nach ultimativer Schönheit streben? Lol. Das Chanera, da ist mir noch gar nicht aufgefallen. Sehr schön, auch zum Kampfplatz. Okay, Zeit für das Rematch. Tulia. Vor einem Kampf fängt mein Herz immer an zu rasen. Jede Phase meines Körpers ist in Aufruhr. Und das besonders, wenn ich gegen einen so reizenden Gegner wie dich antrete. Ui, jetzt hör mal auf zu schmeicheln hier, Tulia. Weißt du was? Ich bin gerade sehr glücklich. Du hast gelernt, dein Talent voll auszuschöpfen. Und ich bin sehr stolz darauf, meinen Teil dazu beigetragen zu haben. Wenn ich sehe, wie andere Leute sich ins Zeug legen, dann gibt mir das Kraft. Es spornt mich an, selbst das Beste aus mir rauszuholen, ohne auch nur eine einzige Träne zu vergießen. Traurigkeit ist ein Begriff, der in meinem Wortschatz nicht existiert. Nur die Schönheit der Überraschung ist Teil meines Gefühlsspektrums. Ich werde dir zeigen, wie Gefühlsgymnastik geht. Das geht jetzt aber in die etwas falsche Richtung, Tulia. Also dir werde ich erstmal zeigen, wo der Hammer hängt. So. Ich bin nur hier für die Inspektion, ja? Gut, Psycho wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger mit Pamomamo. Wobei, da sollten wir jetzt mit Biss gut arbeiten können. Ich gebe dir eine Kostprobe meines Beauty-Geheimnisses, aber auf die harte Tour. Mit Biss können wir arbeiten. Aber ich glaube nicht immer, ne? Oh, was? Ey, Mann, ich will Knirscher. Leute, warum? Das hätte easy gefinished. So, gegen physische Attacken. Das ist aber spezial, glaube ich, ne? Ja. Wobei, ich hätte gedacht, das ist eher psychisch. Aber egal. Ah, physisch, meine ich. Vielleicht ist es das auch. Keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Gardevoir. So, ich muss jetzt immer an das Zone 0-Mon denken, das ich auch unbedingt fangen muss. Das war sehr cool. Eisenkrieger, Mann. Das ist so ein cooles Design, wirklich. Das ist, glaube ich, mein Lieblingszone 0, Mann. So, Psychokines. Oh, no. Oh, ich hätte es nicht gedacht, dass ich das mal sagen muss, aber es könnte sein, dass wir mal mit einem anderen Pokémon kämpfen als mit Pamomamo. Oh Gott, der Schaden. Hätte ich nicht gedacht. Psyopatra. Okay, dann müssen wir mal vielleicht... Was ist denn nochmal effektiv gegen Psycho? Ich glaube, ich habe gar nichts, was gegen Psycho effektiv ist. Ich versuche es mal mit Stahl. Wobei, ob das so gut war? Wir versuchen es einfach mal. Aber Pamomamo scheint ja auch nicht optimal zu sein. Mal gucken. Wir machen Riesenhammer. Spukball. Ja, wollte ich doch gerade sagen. Das dürfte nicht effektiv sein, ne? So, Riesenhammer. Ist aber auch nicht so crazy drauf. Lichtkanone? Vielleicht besser? Kann sich jetzt nur auch um Stunden handeln. Ja. So, warte, wie war das? Ja, komm. Diesen haben wir nochmal. Wow, was ein spektakulärer Kampf zwischen den beiden Partien. Vor allem, man sieht ja nicht mal das Pokémon wegen des Riesenhammers. Und die Kamera können wir jetzt auch nicht wirklich drehen. Was in normalen Battles möglich ist. Voll komisch, dass es in Arena-Leiterkämpfen nicht geht, aber naja. Wahrscheinlich, damit man unseren Charakter nicht sieht oder so. So, Galagladi. Das hat nicht so gut geklappt mit Stahl. Deswegen wechsle ich mal auf Drache Eis. Vielleicht ist das besser. Wobei, wenn sie eine... Galagladi könnte eine Feenattacke haben, ne? Bam, das war vielleicht nicht so smart. Mal gucken, ob Dracometeor es trotzdem carryen kann. Wir haben auf jeden Fall mehr Initiative. Boah, es macht ganz gut Schaden, aber leider... Ja, Nahkampf. Ja, dachte ich mir schon, dass das ein bisschen stärker ist. Vielleicht muss ich jetzt mit Eisstrahl arbeiten und hoffen, dass es einfriert. Okay, drückt mir die Daumen.
Oh mein Gott. Oh! Nice! Als ob. Als ob. Nice. Wichtig, Freunde, wichtig. Jetzt einen schönen Draco-Meteor. Und dann weg mit dir! Leute, manchmal muss man auch einfach Glück im Leben haben, oder? Wie seht ihr das? Sehr schön. So, dann müssen wir jetzt Florges. Tentera könnte vielleicht funktionieren. Oder doch mit. Komm, wir versuchen es mit Palmomaro. Vielleicht überlebt er ja noch eine Attacke. Was für eine unerwartete Entwicklung. Diesen Schock wird meine Haut gar nicht gut vertragen. Ja, dass mein 99er Palmomaro so aufs Fressbrett kriegt, ist jetzt auch nicht gerade ideal. So, warte mal. Das heißt, sie wird jetzt zu Psycho. Das heißt, Fußkick dürfte funktionieren, aber Stromstoß halt auch. Zeit für eine Erneuerungskur, mein liebes Florges. Du wirst dich fühlen wie neugeboren. Ich hätte vielleicht Terra kristallisieren sollen, ne? Wo ich so drüber nachdenke. Ja, mal gucken. Doch, ich hätte auf jeden Fall Terra kristallisieren sollen. Dann hätte das nicht so viel Damage gemacht. Damn, das war kein guter Move von mir. Aber vielleicht mache ich ja doch einen One-Hit. Wow! Wow, wow! Wichtig. Wichtig. Puh, Palmomaro hilft uns aus jeder schwierigen Lage. Und wir haben sogar eine Tentera gelevelt, obwohl wir es nicht benutzt haben. Sehr gut. Wie schaffen es eigentlich diese Schmetterlinge zu wackeln? Ist da ein Motor drin? Du gibst ein äußerst beeindruckendes Vorher-Nachher-Bild ab. Lol. Auch ein interessantes Kompliment, oder? Das war nicht anders zu erwarten. Du bist die perfekte Kombination aus Schönheit und Stärke. In meiner Branche verschwinden Menschen mit mittelmäßigem Talent oft schnell in der Versenkung. Wenn sie nicht weiterkommen und Rückschläge erleiden, verzweifeln sie daran und führen ein sehr unglückliches Leben. Sie leiden darunter mehr als Menschen, denen jegliches Talent fehlt. Es wäre für sie wahrscheinlich besser gewesen, ganz ohne Talent auf die Welt gekommen zu sein. Geo, versprich mir, dass du nicht einfach so verschwindest und weiter an deinem Können feilst. Denk immer an dieses Versprechen und gib immer zu dein Bestes. Ich danke dir für diesen Kampf. Bis zum nächsten Mal. Thank you. So, dann widmen wir uns jetzt der letzten Arena, der Eisarena. Da können wir eigentlich mit Azoglades kämpfen, oder? Was meint ihr? Zumindest können wir es versuchen, zu schauen, wie lange Azoglades durchhält, sagen wir mal so. Bist du zum Runtersausen der Piste hier? Der Schnee eignet sich heute nicht besonders dafür. Ich wollte dich mal wiedersehen. Ich bin zum Kämpfen hier natürlich. Wirklich? Ich habe gleich noch einen wichtigen Termin. Ich wollte dir nur sagen, ich bin übrigens der Champ. Ah, du bist anstelle von Sagaria hier. Für dich muss ja ein Traum in Erfüllung gegangen sein, als du den Champ-Rang erreicht hast. Schön für dich. Wow. Tut mir leid, das kam wohl etwas sarkastisch rüber. Deine Leistung ist beeindruckend, das meine ich ernst. Aber für mich ist die Angelegenheit ein bisschen kompliziert. Du bist hier, um mich auf die Probe zu stellen, stimmt's? Bringen wir schnell hinter uns. Ah, weil sie so insecure ist. Dann lass uns auf Position gehen. Mal hoffen, dass es nicht schneit. Ja, warum wäre doch gut für deine Pokémon eigentlich? Das Wetter scheint dir wohlgesinnt. Vielleicht ist das ein Geschenk des Bergs an dich. Die Inspektion durch die Pokémon-Liga findet mehrmals im Jahr statt. Wer nicht die nötige Leistung erbringt, wird als Arenaleiter abgesetzt. Sagaria sagt zwar immer, es sei eine reine Formalität, aber mein Traum, es als Profi-Snowboarder weit zu bringen, ist bereits geplatzt. Wenn mir mein einziges übriges Talent auch noch aberkannt werden würde, was bliebe mir dann? Ich will damit nicht die Stimmung drücken. Eigentlich ist die Sache ganz einfach. Nichts davon ist ein Problem, wenn ich dich ganz einfach erbarmungslos zu Eis erstarren lasse. Hä? Die kann doch immer noch Profi-Snowboarder werden. Noch ist der Traum nie geplatzt. Die hat immer noch Zeit dafür. Oder das Hobby zu verfolgen. Oder wie seht ihr das? Was ist eigentlich mit meiner meinen Haaren heute los hier? Die Wetterbedingungen sind nicht optimal, aber sie sollten reichen, um dich zu besiegen. Na, das werden wir sehen. Oh, Motineva, auch eines meiner Lieblings-Pokémon, wenn wir schon mal bei der Stelle sind. Sehr, sehr cool. Wundervoll. Also Motineva, Karpilz, zwei richtig nice Pokémon. Und ich muss sagen, Palmomaro ist jetzt auch zu einem meiner Lieblings-Pokémon geworden. Also wenn ich ein neues Team machen würde, wären die drei auf jeden Fall da drin. So, Siberius, der Eisbär. Aka Knut. Dich werden wir auch mal schnell platt machen.
Mein Level 65 ist ja gut, dass die Level-Caps nicht gestiegen sind. Anders als die normalen Arenen, ne, die ja dann mit der Zeit gescaled sind, logischerweise. Aber so ein 65er-Cap ist eigentlich ganz gut. So hätte ich mir das Base-Game auch gewünscht. Dass die Pokémon einfach immer mit deinem Durchschnittslevel irgendwie scalen. Das wäre echt gut gewesen, hätten die das so durchgezogen. Weil guck mal, ihr seht's ja, jeder Arena-Leiter hat jetzt ein Level-Cap von 65 und war hier und da mal eine gute Herausforderung. Und wäre das in einem normalen Spiel auch so gewesen, hätte man halt auch wirklich mal die anderen Pokémon ein bisschen mitleveln müssen und so. Ne, und auch mal durchwechseln müssen. So konnte ich jetzt natürlich, weil Palmamamo overlevelt ist, durchsteppen. Aber wäre das halt nicht so gewesen, wäre das deutlich spannender, glaube ich, für den Spieler gewesen, meiner Meinung nach. Aber naja, sei es drum. Wir kommen ganz gut mit Azugladis klar, wir können uns immer hochheilen und das ist gar kein Problem. Beim terrakristallisierten Espinaldon wird das was anderes. Espinodon, ich sag mal Espinaldon. Aber ich glaube, davor kriegen wir das ganz gut hin. Snibuna könnte auch tricky werden. Das könnte, glaube ich, schwierig werden, ne? Hm. Nachthieb. Ja. Aber wir heilen uns. Oh mein Gott. Nice. So. Terra kristallisieren wir uns jetzt noch zum Schluss. Eigentlich wäre das ein schöner Abschluss, ne? Für die Sidequest. Ah, nee, aber erst kommt noch Altaria. Deinetwegen kriege ich keine kalten Füße. Zieh dich für den nächsten Trick lieber warm an. Kriege ich keine kalten Füße. Okay, Altaria ist das letzte. Oh, hä, aber ich dachte, Espinodon hatte... Hatte dann Top-Champ Sagaria Espinodon? Ja, Tatsache. Gut, wir machen natürlich Reueschwert. Aber als Terrakristallisierung. Und sie wird das jetzt auch machen. Ich denke, das ist ein gutes Finale für diese Arena Revisit Sidequest. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie das Kampfturnier wird und wann wir endlich den Legis zu Gesicht bekommen, Leute. Ich bin so gehypt. Und wir müssen natürlich noch unseren Pokédex vervollständigen, aber das mache ich, denke ich, mal off-cam. Die Zone 0 Pokémon zu farmen und bei meiner Freundin in der Welt das zu machen. Eis und Schnee sollen uns bedecken. Das muss man jetzt nicht unbedingt sehen. Und bis meine Freundin da angekommen ist, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Vielleicht komme ich aber auch so schon in Zone 0 und dann, ja, kann ich das schön vom Kampfturnier noch vervollständigen oder so. Muss ich mal gucken, ob ich die Zeit dafür habe. Weil aktuell habe ich immer noch Klausurenphase bei mir in der Uni. Und da ist es nicht gerade ganz einfach, das alles so aufzunehmen vor hinein und ein bisschen zu grinden. Wir one-hitten natürlich. Oh, Azugladis sieht so cool aus. In seiner Terrakristallform. Das war doch ein schönes Finale. Nice. Aber kein Level-Up. Aha, schade. Ich muss zugeben, dass mir deine hitzige Art gefällt. Cooler Wortwitz. Jetzt schneit es sogar. Wie unsportlich von Sagaria, einfach jemanden herzuschicken, gegen den ich nicht die geringste Chance habe. Aber ich bereue nichts. Ich habe alles gegeben, was in mir steckt. Ich habe das Letzte aus mir herausgeholt und dennoch verloren. Ein frustrierendes Gefühl. Aber es hat mich den Entschluss fassen lassen, meine Position als Arenaleiter ernsthafter anzugehen. Machst du doch schon. Meine Motivation ist über die Zeit erkaltet, aber du hast neues Feuer in mir entfacht. Vielen Dank, Geo. Das nächste Mal verliere ich nicht. Oh? Ob es ein nächstes Mal geben wird, wer weiß. Sei vorsichtig auf der Abfahrt. Nicht, dass du dir eine Erkältung einfängst. Vielleicht in dem Kampfturnier. Vielleicht sind die Arenaleiter da auch da. Nicht nur die Lehrer. Wir finden es gemeinsam heraus im nächsten Part, wenn es dann hoffentlich dahin geht. Ich weiß es ja noch nicht. Oh, hallo, spreche ich mit Champ Geo? Hier ist Sagaria. Ich wollte mich nur erkundigen, wie es mit der Arena-Inspektion vorangeht. Das hört man gerne. Vielen Dank für die wundervolle Arbeit. Soeben hat mir auch der letzte Arenaleiter bestätigt, dass du vorbeigeschaut hast. Es war die richtige Entscheidung, dich damit zu beauftragen, Champ. Es haben sich alle sehr gefreut, erneut gegen dich antreten zu können. Aber ich würde mir gerne auch deinen Erfahrungsbericht von der Inspektion anhören. Treffen wir uns doch einfach später am Eingang an der Akademie. Bis dann. Gut, Leute. Und ich würde sagen, das war die Sidequest. Im nächsten Part kümmern wir uns dann um das Gespräch mit Sagaria und eventuell um das Kampfturnier. Bis dahin werde ich hoffentlich noch ein bisschen grinden und meine Pokémon mal alle ein bisschen on par bringen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ein Abo ist auch gern gesehen, damit ihr nichts mehr verpasst. Und bis zum nächsten Part. Haut rein.